Moin und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Command & Conquer Renegade. In der dritten Aufnahmesession, und ihr kennt das schon, erstmal anfangs Schwarzbild, damit ich mich mit Lolo koordinieren kann. Ich habe gerade vergessen, den Timer zu stellen. Scheiße. Kleinen Moment, fuck. Beziehungsweise ich habe ihn vergessen ranzuholen. So. Scheiße. Skandalös. So, jetzt aber. Jetzt geht's weiter, liebe Leute, mit Renegade. Und mit vollem Mute schreiten wir jetzt weiter voran im Forschungskomplex. Es könnte übrigens passieren, ich hatte euch ja in der letzten Aufnahmesession von diesem besonderen Bereich erzählt. Von einer Kammer der Bruderschaft. Es könnte sein, dass ich euch diese doch noch zeige. Allerdings dann in einem, ja, Bonuspart, sag ich jetzt mal so. Ach nee, da geht's hoch. Ich will ja nicht hoch, ich will ja weiter nach unten. Wir wollen nach unten. Wo muss ich hier erstmal rein? Ich muss mich erstmal wieder koordinieren. Deswegen tut mir das jetzt leid. Nee, hier kommen wir her. Alles klar, dann werden wir jetzt weitergehen. Wir werden weiter voranschreiten, liebe Leute. Ne, ihr kennt das ja inzwischen. Da war ich auch schon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt den Fahrstuhl runter in den nächsten Bereich. Ich habe übrigens schon die ersten beiden Sessions komplett hochgeladen, sowie auch die erste Session von Fire Department 2. Oh. Scheiße. Oh. Dann so. Oh. Lalalala, erwischt mich ja nicht. Muss ein bisschen Raketenwerfer-Munition sparen. So. Also während Not hier... Eindringling! Hilfe! Er zieht doch bestimmt wie eine getarnte Einheit der schwarzen Hand nach sich. Frage ist nur von wo. Oder? Ne? Chemieoffizier. Na, das war doch bestimmt nicht der einzige Chemieoffizier, oder doch? Aus dem sich... Alles klar. Ah! So. Die haben wir auch gleich mal erledigt. Ich wusste doch, irgendwas war da noch. Ah! Die drei Offiziere 2.0. Uah! Da ist ja noch einer. Sauerei. Wo kriegen wir einen Panzer? Oh, geil. Wir kriegen einen Panzer. Cool, finde ich cool. Und ordentlich Munition. Wunderbar. Den Panzer nehme ich doch gerne. Ich habe übrigens die Steuerung verändert. Eigentlich. Ja, die Steuerung ist von mir verändert worden. Deswegen kann ich jetzt besser das Geschütz lenken. Laut meiner Meinung besser. Zu Hilfe! Eindringlich! Hilfe! Hä? Was? Wo? Ach, da bist du! Hab dich gar nicht gesehen. Nur gehört. Uff, schlimmer Bursche, du. So, hier unten ist, glaube ich, irgendwo eine MG-Stellung. Oh, BMT. BMT! Hallo. So. Also, wenn ihr schon so kommt, ne, dann kriegt ihr auch dementsprechend die Antwort, ne? Also, das ist ja wohl klar. So, da hat er seinen Arm im Weg. Ich wette mal, keine schwarze Hand? War die andere schwarze Hand wahrscheinlich noch von dem anderen Techniker oder was? Aber vorher kam ja extra für jeden Techniker, den wir gekillt haben, kam mir ein Mitglied der schwarzen Hand hervor. Wo ist denn hier das MG? Ich meine, hier war ein MG. Ich
sehe auch ein kleines Dreieck auf der Karte. Deswegen, also so verkehrt kann ich dabei nicht liegen. Hm, na, ist egal. Es lässt mir aber trotzdem keine Ruhe. Ja, so bin ich. So, dann starten wir mal wieder das MG aus und wir steigen dann wieder in unseren eigenen Faust von Notpanzer, der ja leider schon einiges abbekommen hat. Wir fahren im Sturmschritt weiter. So. Okay, die beiden habe ich auch erwischt. Oh, das sind andere Fässer, aber ich glaube, die sind auch nicht zu zerstören, ne? Irgendwie so war das. Ich halte die Augen offen. Will? Hä? Zu Hilfe! Oh! Eindring! Wenn ich die so zerlegen kann, soll es mir recht sein. So. War zwar gerade die glatte Hinrichtung, aber... Ah, oh, da ist er ja. Genau so war das, vom Prinzip her. Wenn wir einen Techniker killen, dass dann eben halt so einer kommt. Und ihr seht, der Gesundheitszustand unseres Panzers wird immer schlimmer. Haha, nicht getroffen. Aber ich habe dich getroffen. Und noch ein BMT. Meine Güte. Und nochmal eine tragbare Ionkanone für uns. Sehr gut. Die kann ich auch sehr gut gebrauchen nachher. Dann könnt ihr nämlich mal die Wirkung dieser Waffe sehen, aber nicht jetzt. Und hier müssen wir leider zu Fuß weiter. Das heißt, wir müssen auf den Panzer... Scheiße. Verzichten. Nein! Ernsthaft! Und nochmal die tragbare Ionkanone. Das hat nämlich einen Grund, dass wir die jetzt so oft kriegen. Also laut meiner Meinung zumindest. So. Also hier unten, hier sehen wir jetzt, dass das Dreieck sehr groß ist. Da ist genau die... Ah! Ja, wenn das mal nicht geil war, dann weiß ich auch nicht mehr. Sehr schön. So, jetzt muss ich mich erstmal hier umgucken. Ich finde das übrigens sowieso interessant, dass es hier in einer Höhle stattfindet jetzt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es weiterging. Oh, ich habe das vergessen. Ich bin ein alter Mann. Ich bin vergesslich. Ich weiß, aber es geht gar nicht. Es macht immer Riesenspaß, diese Maschine zu zerstören. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber ich mache es trotzdem immer. Einfach auch Spaß und Tollerei. Ach, hier musste ich weiter. Okay. Ah, oh, Flammenwerfer, Flammenwerfer. Okay, die haben wir auch. Oh, nee. Eine neue Einheit. Auf Mutantenebene, der Altardiener. Bewaffnet mit dem Tiberium-Gewehr. Übrigens auch gegen sie. Sind Tiberium-Waffen wirkungslos. Im Gegenteil, die heilen sich sogar dadurch. Also. Achtet auf Einzelkämpfer, genau. Und ich sterbe gleich, wenn ich nicht aufpasse. Oh. Au, 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 Tiberium, 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 weg da, weg da, weg da. Oh. Scheiße. Ich habe gerade ein dezentes Problem. Aber ein ganz dezentes. Oha. Nennt sich Tiberium-Mutation. Oh. Lasergewehr, ja, brenn, du Sau. So. Was? Ich krieg ein Lasergewehr? Wie geht das zusammen? Na, ist egal. Okay. Damit hätten wir schon mal das. Ach, hier sind auch die Sterne blau. Okay. Auch ein gutes Zeichen. Nochmal Gesundheit. Und hier ist nochmal Gesundheit. Sehr schön. Gut. Wir haben ja ordentlich verloren dank dieses blöden Mutanten. Wir werden... Oh, scheiße. Was ist denn da los? Du erwischst mich nicht, Freund. So. Alter Schwede. Das war echt knapp. Bist zu knapp. Ei, 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 ei. Ich sollte mal Flammenwerfer gegen die einsetzen. Die reinigende Flamme. Die Flamme der Läuterung. Genau so. Warum nicht gleich so?
So, wenn ich jetzt hier entlang gehe, komme ich wieder zurück, oder was? Ja. Ach, guck mal an, hier können Sie sogar Fernsehen gucken. Not TV. Vor allem, es macht auch total Sinn, die Couch direkt neben den Fernseher zu stellen. Müsste es nicht eigentlich dastehen dann? Dann ist egal. Ich will nichts dazu so weiter sagen. Ich schreite jetzt mit euch zusammen einfach weiter voran. Und wir sehen einen schwebenden Skorpionschwanz. Ohne Dreieck oder wie man das Teil auch nennen möchte. Also jedenfalls den Außenbereich des Symbols. Nur das Symbol selber ist vorhanden. Hier ist nichts mehr und wir haben jetzt wieder volle Rüstung. Das finde ich sehr schön. Ah ja. Ich wusste es doch, dass du das Vieh aufkreuzt. Ja, langsam werden sie lästig. Na toll, dick und doof für Arme. Wer davon wer ist, könnt ihr unter euch ausmachen. Sie hätten einen exzellenten Testkandidaten für das Projekt Regenesis abgegeben. Schade, dass Rafeshaws Schoßhündchen sie aus dem Käfig gelassen hat. Sie mag mich. Ja, sie mag mich. Mann! Stipp doch einfach mal! So. Und um den kümmern wir uns auch gleich mal. Wunderbar. Hallo. Oh. Panzerdichte Scheibe vor allen Dingen. Panzerfeste Scheibe. Ja. Ja. Ihr wisst, was gemeint ist. Verdammt nochmal. Ich liebe es ja, Sachen zu zerstören, ne? Also im Spiel zumindest. So. Gebe ich ja ganz ehrlich zu. Ach, guck mal. Hallo. Alter. Genau den wollte ich nämlich haben. So, und dann werden wir uns gleich mal um die Hauptkontrollstation hier kümmern. Die sind ja wichtig für uns als Ziel. So, das Ding ist schon mal am Arsch. Dann werden wir uns um das Teil jetzt auf der anderen Seite noch kümmern. Ich starte mal vorsichtshalber den Flammenwerfer aus. Denn ich sehe einen grünen Punkt. Ein Grün steht für Mutation. Für mutiertes Ziel. Hallo. So. Einen Headshot und damit hat sich das Ding erledigt. Hier ist doch bestimmt wieder ein Techniker. Ja, klar. Und ein Techniker zieht natürlich ein Mitglied der schwarzen Hand nach sich. Sogar drei Mitglieder. Alter. Der muss wichtig gewesen sein. Der muss extrem wichtig gewesen sein, wenn er schon drei Mitglieder der schwarzen Hand nach sich zieht. Halleluja. Der war wohl extrem wichtig. So, Rüstung. Tiberium-Gewehr, das inzwischen voll ist. So, damit ist das Ding auch erledigt. Wunderbar. Und wir haben jetzt nur noch die Retten-Mission auf dem Radar. Das ist sehr gut. Aber bevor wir die retten werden, wird gleich noch ein Kampf kommen, auf den ich mich so überhaupt nicht freue. Diejenigen, die das Spiel kennen, die wissen, wovon ich rede. Und diejenigen, die das Spiel nicht kennen, die wünsche ich gleich viel Spaß. Denn ich speichere jetzt erstmal zwischen. Ist das der Timer? Okay. Der Timer läuft ja. Also es gibt wahrscheinlich ein bisschen Überlänge aufgrund dessen, weil ich nicht rechtzeitig... Er kann nur einen Schuss fassen, ne? Ja, kann nur einen einzigen Schuss fassen. Verdammt. Dagegen werden wir nämlich die tragbare Ionkanone einsetzen. Dr. Petrova? So. So läuft das also. Warte, es kommt noch viel besser. Rafeshaw? Eine neue und verbesserte Version. Wenigstens ist er größer. Ich nehme die Tochter von Möbius mit. Die anderen kann ich nicht brauchen. Hast du verstanden? Schau dich an. Der ultimative Meuchelmörder. Loyal, stark und ohne Verstand. Der lebende Beweis dafür, dass das Projekt Regenesis ein Erfolg ist. Kane wird sich freuen. Sicher doch. Rafeshaw ist ein hirnloser Muskelprotz. Ein gewisser Erfolg. Töte ihn, mein Liebling. Aber ganz langsam. Yo, Bosskampf gegen Rafeshaw und Petrova ist eine Verräterin. Ich glaube sogar die einzige GDI-Verräterin, die es gibt. Ey, es läuft Act to Instinct. Geil. Och Mensch, lass mich doch mal los, du Arsch. Mann. Oh, Alter. Genau das nervt so am Bosskampf.
Genau das nervt so. Er ist so extrem schnell. Und sobald er uns hat, dann verlieren wir Leben ohne Ende. Oh.